So, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Iman TV Analyse. Heute allerdings geht es um die Behauptung nur eines der Mitglieder, der tatsächlich behauptet, Atheisten widerlegt. Eindeutige und logische Beweise für Allahs Existenz. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich werde mir das mal ansehen und analysieren, was uns da so aufgetischt wird. Kann man, der Titel ist ja schon krass, ne? Und leider auch völlig daneben. Denn ein Theist glaubt, es gibt mindestens einen Gott oder Göttin, und der Atheist, Gegenteil, glaubt das nicht. Es geht also um den Glauben. Das habe ich ja in meinem Was ist ein Atheist oder Atheist ist gleich Fragezeichen ausreichend, glaube ich, erklärt. Da ein Atheist lediglich etwas nicht glaubt, werden auch keine Behauptungen aufgestellt. Das müsste doch eigentlich klar sein. Das heißt, die können demzufolge auch nicht widerlegt werden. Das ist Logik 1 und 1, vierte Klasse. Das heißt, man kann einen Atheisten nicht widerlegen. Wenn es, wie hier behauptet, eindeutige und logische Beweise für die Existenz eines der Götter geben würde, dann gäbe es ja auch keine Atheisten. Das ist auch Logik 101, vierte Klasse. Die gibt es aber, weil es Theisten gibt seit zigtausenden von Jahren. Und uns Ungläubigen wollen die immer von ihrem jeweiligen Gott, so über die Jahrtausende, was da immer für, ich glaube, 3000 verschiedene Götter waren das, wollen die uns davor schwärmen und immer wieder danach suchen und nicht finden. Und dann, nach einer Weile, werden die in den Ruhestand geschickt. Was ja jetzt auch mit Yahweh, Allah, Jehova oder wie die alle heißen, was da ja jetzt auch passiert. Denn dank des Internets gehen die aktuellen Götter jetzt dahin, wo sie hingehören, ins Museum. Also meine Erkenntnis bisher, die Logik dieses Moslems lässt schwer zu wünschen übrig. Da ist noch viel Luft nach oben. Sehr viel Luft. Für diejenigen, die sich die Zeit sparen wollen, um zu sehen, wie ich das jetzt en Detail auseinandernehme, die da kein Interesse dran haben. Das Video ist lediglich eine aufgeblasene Paley's Watchmaker-Analogie, mehr nicht. Und das ist ein tausendfach widerlegtes teleologisches Argument, gut 200 Jahre alt und leider recht kindlich. Egal wie kulant und großzügig dann auch bin, es gibt keinerlei Hinweise, dass die Existenz von Robotern, Uhren, Telefonen oder was immer und deren Konstruktion durch intelligente Lebewesen auf die Existenz seines Lieblingsgottes hinweisen würde. Es gibt doch Dutzende von Optionen, wie ein Universum und Lebewesen entstanden sind. Und nicht nur diese beiden, also Mensch oder Islamgott, die er in seinem mit Scheuklappen versehenen Sichtfeld wahrnimmt. Er hat also völlig versagt und seine Behauptungen, sowohl dass Atheisten widerlegt sind, als auch dass sein Gott erwiesen wurde, die sind leider falsch. So, für alle anderen gehe ich jetzt noch eine Ebene tiefer und analysiere das Gesagte noch ein bisschen und höre nicht einfach hier auf. Weil der Muslim im Video hier, der denkt, wie ich so mit 11 oder 12 gedacht habe, bevor das Bewusstseinsdenken eingesetzt hat. Ne? Er versucht krampfhaft eine Parallele herzustellen zwischen organischen und anorganischen Verbindungen. Und besonders das Metall Quecksilber scheint es ihm angetan zu haben, obwohl das eigentlich eine eher nebensächliche Rolle spielt bei der Konstruktion von Robotern. Weil das eine aus Kohlenstoff, das andere aus Quecksilber. Nun, egal was hier gesagt wird, es ist im Grunde genommen immer dasselbe Spiel. Ich kann nicht weit denken, also Gott. Er kommt nicht aus seinem Goldfischglas raus. Er kann nicht über den Rand des Behälters hinaussehen. Und so folgt er stur dem Verlauf des Glases, schwimmt immer im Kreis rum und merkt es nicht. Er macht sich auch noch lustig über die, die da frei rumschwimmen und von draußen reinsehen. Er hat seine kleine Welt und fühlt sich wohl. Und das wäre ihm ja auch alles völlig egal, wenn er nur still bleiben würde. Aber da er durch den Islam völlig absurde Behauptungen aufstellt, die auch noch dann dazu mich betreffen, sehe ich mich gezwungen zu reagieren. Er will, naja, so wie ein schmieriger Gebrauchtwagenverkäufer, der seine Gurke an den Mann bringen will. Und dann, wenn ich potenzielle Käufer aufkläre,
dann stört das natürlich enorm, da Wahrheit und Integrität nun wirklich das Letzte sind, was er und seine Dauerbrüder brauchen. So, aber jetzt zum Video selber. Da gibt's keine Struktur oder einen roten Faden. Und das ist teils mit diesem nervtötenden Summ-Sing-Sang unterlegt, diesen Nashids. Irgendwie fängt es mitten im Satz an und hat wohl ein Telefon als Thema. Naja, da stellt sich hinterher raus, das ist auch nicht, es ist einfach nur eine einleitende Zusammenfassung oder sowas. Das trifft es recht gut. Also ich habe keine Ahnung, wie ein erwachsener Mensch auf die Idee kommen könnte, anorganische Substanzen, also ohne Kohlen-Wasserstoff-Verbindungen, könnten sich unkontrolliert vermehren. Ohne Stoffwechsel. Stell dir mal vor, ein Handy und ihr legt das Handy auf den Boden, am nächsten Tag habt ihr 2, 3 weitere Handys mit anderen Funktionen. Aber jetzt frage ich mich, was hat das mit mir zu tun? Ein Theist glaubt, dass wenigstens ein Gott existiert. Ein Atheist glaubt das nicht. Was hat das mit sich selbst reproduzierenden Telefonen zu tun? Als Muslim muss er an sprechende Ameisen und fliegende Esel glauben. Aber das hier dann mit dem Telefon, das ist dann doch ein bisschen zu viel? Wo genau ist da für ihn die Grenze? Aber um dieses Absurde jetzt noch absurder zu machen, kommt jetzt noch eine ganze Roboterwelt dazu. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eine Roboterwelt auf dem Mars findet? Was ist eure Conclusion? Und die Frage, was ist eure Conclusion? Also die Schlussfolgerung. Er fragt, ob eine Roboterwelt einen Designer braucht. Nee, es gibt andere Möglichkeiten. Aber dazu muss man raus aus dem Goldfischglas. Na klar, in einer kindlichen Welt brauchen Roboter zur Herstellung Menschen. Grashalme nicht. Tote, anorganische Substanzen haben kein Leben. Und hier liegt gleichzeitig auch ein fundamentales Problem. Wir haben keine klare Definition für Leben. Und deshalb ist es sehr schwierig, hier irgendwie eine Regel aufzustellen. Weil Menschen können heute zwar fast alle organischen Verbindungen synthetisch herstellen, der letzte Schritt zum lebenden Objekt, der fehlt dann aber noch. Und daher presst er genau hier seinen Gott in diese Lücke. Und warum? Naja, keiner weiß es so richtig. Ich glaube, für viele Menschen ist das ein beruhigendes Gefühl, dass da noch etwas Höheres, Unfassbares oder was immer existiert, was über allem so ein wachsames Auge hat. Die Supernanny oder ein göttlicher, allmächtiger Polizist, so wie Spider-Man oder Superman. Ja, gut. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Weil sachlich ist es natürlich nicht möglich und falsch. Was will ich da machen, wenn es nur um Emotionen geht? So, und dann nach einer Minute fängt das Video dann nochmal an. Er fängt jetzt erstmal an, in einer fremden Sprache zu reden. Ich vermute mal, dass es Altarabisch ist, einer toten Sprache, die eigentlich nur wenige Menschen studiert haben, weil man damit nur ein einziges Buch lesen kann, nämlich den Koran. Im Koran wird an nur sehr wenigen Stellen auf den Atheismus eingegangen. Hä? Also vielleicht sollte er mal den Koran lesen. Nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Verstand. Der Koran, der hat nur 114 Kapitel. Aber Atheisten werden daran 106 Mal mit dem Höllenfeuer bedroht. Der Koran scheint sich fast ausschließlich mit Atheisten oder Nichtmuslimen zu beschäftigen. Ständig werden die bedroht und ermahnt zu glauben. Ich habe keine Ahnung, wie jemand, der sich auch nur oberflächlich mit dem Koran beschäftigt hat, das übersehen kann. Das ist doch auch in diesem religiösen Teil, in dem spirituellen Teil oder wie man das lesen will oder wie man das sehen will. Da, selbst da geht es die ganze Zeit um Nichtgläubige, um die Kafirs. Denn ein Kafir ist nun mal jemand, der ganz mit Vorsatz, völlig mit Vorsatz, die Wahrheit verbirgt. Gibt es denn irgendeinen Zweifel an Allah, Erschaffer von Himmel und Erde? Zweifel? Wirklich? Zweifel? Den Gott des Islam kann es nicht geben. Der ist schon rein logisch nicht möglich. Dazu kommt dann, dass die Basis des Islam der Koran ist. Ein konfuses und schlecht geschriebenes Buch, das meines Wissens nach keine Aussage enthält, die nachgewiesen und bestätigt werden kann. Zweifel? Weil die ganze Überzeugung der Atheisten auf nichts basiert. Sie beruht auf keinen vernünftigen Argumenten. Ach, es ist zum Heulen. Wie kann ein Mensch im 21. Jahrhundert so ignorant sein?
Das kann doch nicht nur Unwissen sein, weil so blöde geht doch gar nicht. Das muss doch wissentlich verfälscht sein. Was denn, bitteschön, was für eine Überzeugung? Ich höre eine Behauptung und wenn ich nach Belegen frage, kommt Achselzucken. Deswegen bin ich doch nicht, noch einmal nicht überzeugt, dass es Götter oder Göttinnen gibt. Das ist doch eine logische und rationale Einstellung durch den Verstand. Warum soll ich etwas glauben, wozu es keinen guten Grund gibt? Das nun folgende Beispiel, das sogenannte Design-Argument, ist seit Jahrzehnten überholt, widerlegt und als absurd abgetan. Denn selbst wenn ich alle Logik rauslasse und alles blind akzeptiere, führt das nie und nimmer zu seinem Lieblingsgott. Was folgt, ist dann gleichermaßen peinlich und widersprüchlich zugleich. Es gibt zwar das Konzept von Boltzmann Brains und unendlichen Kombinationen, aber hier in der heutigen Realität können wir sich selbst bauende Gebäude und Roboter ausschließen. Jawohl. Eine Sache, die ich dem Atheismus unterstelle, ist widersprüchliche Aussagen und sie verwenden Regeln, die sie niemals im Leben verwenden und undurchdachte Aussagen und Argumente. Darauf ist diese ganze Überzeugung aufgebaut. Es ist keine Überzeugung, die mit Wissen durchdringt ist, mit guten Überlegungen, wie wir es im Theismus und im Islam haben. Es tut mir richtig leid, wenn ich sehe, wie stolz er ist, wenn er mal ausnahmsweise eine Schlussfolgerung trifft und die dann auch noch richtig ist. Aber es ist schon verblüffend, welche simple Gedankengänge oder Überlegungen hier in seinem Gehirn stattfinden. Es sind so viele logische Fehler, dass man hier sehr lange erklären müsste, von einem Attribut eines Elements auf das Gesamtgebilde zu schließen oder einen Begriff in völlig anderem Kontext dieselbe Bedeutung zuzuweisen. Das geht immer so weiter. Das ist schon peinlich. Aber es erklärt auch, warum die Kiddies, die sich auf seinem Discord-Server tummeln, so unsagbar ignorant und begriffsstutzig sind und lieber Zensur anwenden, statt zu denken. Wenn wir eine Raumstation auf dem Mars finden würden, dann wäre es für alle Menschen der Welt ein Beweis dafür, dass scheinbar Außerirdisches, also das heißt nicht auf der Erde lebendes, intelligentes Leben existiert. Also das ganze Video läuft nur auf eine einzige Aussage hinaus. Ich habe keine Ahnung und ich bin zu faul zu denken. Also Gott. Mehr ist das nicht. Es wird hier so getan, als ob es ein Ziel gäbe und dann sucht man nach absurden Analogien. Aber ich habe schon vor Jahren gelernt, dass Analogien, vor allen Dingen von Islam-Apologeten, erstens überflüssig sind, weil die nicht gebraucht werden als Erklärung und zweitens gar nicht zutreffend sind. Und das finden wir auch hier wieder und wieder und wieder und wieder. Weil das eine aus Kohlenstoff, das andere aus Quecksilber. Das eine ist aus Kohlenstoff und Wasser und das andere aus Gold und Quecksilber. Also, was ist der Unterschied? Ich kann es euch beantworten. Es gibt keinen Unterschied. Naja, das ist der Level, auf dem wir uns hier bewegen. Sind denn organische und anorganische Verbindungen anders? Es gibt keinen Unterschied. Ist das unglaublich oder was? Was macht der Islamvirus nur mit einem menschlichen Gehirn, das es so abbaut und auf dem Niveau eines Fünfklässlers oder Sechsklässlers landet? Also ohne selbstständiges Bewusstsein denken. Er sieht nicht über sein Goldfischglas hinaus und spricht von Fortpflanzung. Er vergisst das Elend und Leid, dass der Islam den Familien durch Inzest der Cousin- und Verwandten-Ehe bringt. Er sieht nicht das Leid und Elend in der Tierwelt, wo eine Wespe ihre Larven in einer lebendigen Raupe ablegt, die dann die Raupe von innen auffressen, um zu überleben. Hat denn sein toller Schöpfer Gott keine andere, eine bessere Lösung, um die Fortpflanzung von Wespen zu ermöglichen? Wie kann denn ein Gott so grausam und inkompetent sein und dann auch noch erwarten, angebetet zu werden? Das geht doch nicht. Im Video kommt jetzt noch ein Strohmann hinzu und dazu einfach eine falsche Behauptung. Ist es bewusst falsch oder ist er wirklich so ungebildet? Ich weiß es nicht. Und das ist dann auch schon das Ende der Vorstellung. Denn nach der Predigt kommt jetzt Hardcore-Predigt, also simple Worthülsen in modernem Arabisch und auf Deutsch, ohne Sinn oder Verstand. Hat der Typ jetzt auf irgendeine Weise mich als Mensch ohne Götterglauben in irgendeiner Form widerlegt? Wohl kaum. Er weiß noch nicht mal, was ein Mensch ohne Götterglauben, was das eigentlich ist.
Hat er denn wenigstens auf irgendeine Weise, was ja sein Anspruch war, seinen Lieblingsgott belegt? Nein, genauso wenig. Seine eindeutigen und logischen Beweise ist lediglich kindliches Wunschdenken und Fantasie, ein Gebilde, ein Luftschloss. Aber wozu denn das Ganze? Das ist doch nicht mehr als nur Gehirnonanie und natürlich Geldmache. Weil er ja sagt, was Nichtdenkende, Indoktrinierte und dadurch denkeingeschränkte Muslime hören wollen. Und das sind die, die ihm mit Vorliebe zuhören. Weil der Islam denkbar schwach ist, keine überzeugenden Argumente bringt und Islamapologeten, also Islamogeten, daher unheimlichen Schiss vor Atheisten haben, die solche albernen Behauptungen mit links platt machen. Mit gutem Grund. Ciao for now.